Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch, begrüße Sie ganz herzlich auf der Friedenspolitischen Konferenz. Wir wollen auf dieser Konferenz die herrschenden Verhältnisse analysieren, unsere Alternativen zur Kriegspolitik der Eliten diskutieren und wir wollen gemeinsam beraten, wie wir die Kräfte des Friedens, ja die Friedensbewegung stärken können. Über unsere Alternativen zur Kriegspolitik der Herrschenden zu reden, tut Not. Denn die neoliberalen Technokraten haben die zahlreichen Krisen nicht gelöst, ganz im Gegenteil, sie haben sie verschärft und das gilt auch für den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Der sogenannte Krieg gegen den Terror ist gründlich gescheitert und das muss man einmal sagen. Nun stehen gegenwärtig so ziemlich alle Debatten, die wir so führen, unter dem Eindruck der AfD-Wahlergebnisse. Also ich verstehe ja, dass wenn es um Krieg und Frieden geht, doch manchmal dunkel zu gut geht, aber könnt ihr euch für eine Lichtsache entscheiden? Wir sind ja nicht auf einem Techno-Event. Also ich meine, nichts gegen Techno, aber nicht, dass ich denke, ich muss hier raven. Also die hohen Wahlergebnisse der Rechtspopulisten sind eben kein isoliertes Ergebnis. Sie fallen zusammen mit zum einen einer zunehmenden Verrohung der Sprache, nicht nur im Internet, wird anderen Menschen das Menschsein zunehmend abgesprochen und einer explosionsartigen Zunahme von rassistischen Angriffen auf Leib und Leben. Offensichtlich ist die Hemmschwelle für rassistische Angriffe deutlich gesunken. Und es ist dieses Zusammenspiel von hohen Wahlergebnissen der Rechtspopulisten europaweit, die Zunahme rassistischer Gewalt und die Verrohung der Sprache, die bedrohlich ist. Und so mancher von uns stellt sich inzwischen die Frage, ob sich Geschichte nicht vielleicht doch wiederholt. Wie auch immer, auf jeden Fall sind wir gut beraten, alles zu tun, um zu verhindern, dass sich Weimarer Verhältnisse wiederholen. Wir wissen, es handelt sich bei diesem gesellschaftlichen Rechtsruck nicht einfach um einen Betriebsunfall. Es handelt sich vielmehr um das Symptom einer grundlegenden Krise des neoliberalen Kapitalismus. Auf allen Gebieten erleben wir diese Krise. Das ist die soziale Spaltung, die Entleerung der Demokratie, die ökologische Krise und kriegerische Konflikte. Ja, Hoffnungslosigkeit breitet sich aus. Und nirgendwo vermitteln die Herrschenden noch den Eindruck, dass es im Bestehenden eine Zukunft gibt, an die man glauben kann. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen, an guten Jobs, die Reduktion von Demokratie auf die Verwaltung von Sachzwängen, das ist der Nährboden, auf dem Rechtspopulismus und Menschenfeindlichkeit und Entsolidarisierung gedeiht. Und wenn man das bekämpfen will, dann muss man da ansetzen und diesen Nährboden austrocknen. Und das heißt, den Abschied zum Neoliberalismus muss man endlich in Angriff nehmen. Denn inzwischen droht zum Normalzustand zu werden, was viel nach dem 11. September noch als eine Ausnahme erschien. Fundamentalistischer Terror, staatlicher Sicherheitswahn und rassistische Mobilisierung schaukeln sich gegenseitig hoch. So gesehen befinden wir uns in einer Eskalationsspirale, die langsam aber sicher die Grundprinzipien der Demokratie zersetzt. Auch weil die Terrordividende, das ist jetzt nicht meine Sprache, aber so werden die Auswirkungen von Attentaten zynisch genannt, eben vor allen Dingen Rechtspopulisten zugutekommen. Das heißt, jede weitere Zuspitzung des gesellschaftlichen Klimas, jede weitere Eskalation des angeblichen Kulturkampfes spielt den Rechtspopulisten, spielt den Menschenfeinden in die Hände und deswegen müssen wir raus aus dieser Eskalationsspirale. Und wir sollten uns auch nicht einreden lassen, dass wir gerade einen Kampf der Kulturen erleben. Fakt ist vielmehr, dass sich fundamentalistischer Terror und rassistische Gewalt strukturell sehr ähnlich sind wie feindliche Brüder und deswegen müssen sie zusammen bekämpft werden. Aber beides, fundamentalistischer Terror und rassistische Gewalt, sind nur die Spitze des Eisberges. Schon seit einiger Zeit ist ein schleichender Legitimitätsverlust der Demokratie festzustellen. Und der verweist auf eine grundsätzliche Krise des Neoliberalismus. Des Neoliberalismus, der beständig Menschen ausschließt. Von neoliberalen Parteien ist aber leider keine Lösung zu warten. Auf ihre Einsichtsfähigkeit zu warten wäre, glaube ich, schlichte Zeitverschwendung. Von ihnen gibt es nur ein Rezept und das heißt, immer mehr von der giftigen Medizin, mehr soziale Verunsicherung, mehr autoritären Staat und mehr Krieg. Ja, auch mehr Krieg. Denn auch wenn es in der Öffentlichkeit kaum ein Thema ist, Deutschland führt Krieg.
Erst im Dezember letzten Jahres hat Schwarz-Rot wieder, übrigens ohne sich mit langen Debatten aufzuhalten, die Bundeswehr in einen weiteren Kampfeinsatz nach Syrien geschickt. Und damit haben wir wieder einen Krieg, der angeblich den Terror bekämpfen soll und stattdessen mehr Terror produzieren wird. Wir haben wieder einen Krieg, der Völkerrecht verletzt und vorgibt, Recht und Gesetz wiederherzustellen. Wir haben wieder einen Krieg, der angeblich für Sicherheit geführt wird und letztlich vor allem vielen unschuldigen Menschen das Leben kosten wird. Und wir haben wieder einen Krieg, der Unsummen kostet und am Ende nichts hinterlässt, außer massenhaften Profiten für die Rüstungsindustrie. Wir sagen Nein zu diesen Kriegseinsätzen, und zwar immer und immer wieder. Und das verlässlich an uns beißen sich die Rüstungslobbyisten vergeblich die Zähne aus. Um diese Spirale von Verrohung und Gewalt zu durchbrechen, braucht es endlich eine Sicherheitspolitik, die nicht den Interessen der Reichen und Konzerne folgt. Eine Sicherheitspolitik, die den Namen Sicherheitspolitik verdient, muss daher heute als erstes Folgendes tun: die Realitäten anerkennen. Der Krieg gegen den Terror ist gescheitert. Trotz eines riesigen Aufwandes an Menschenleben und an Geld ist die Welt durch die NATO-Einsätze in den letzten 15 Jahren eben nicht sicherer geworden. Ganz im Gegenteil, die Bedrohung durch fundamentalistische Gewalttäter hat zugenommen. Und ich finde, das sollte all den konservativen Sicherheitspolitikern, die immer wieder so getan haben, als ob die Lösungsvorschläge, die Alternativen der Linken entweder naiv oder sogar gefährlich wären, zu denken geben. Angesichts der verheerenden Bilanz von über 15 Jahren sogenannten Krieg gegen den Terror muss man doch versagen, falten. Die ihr auf die Militarisierung gesetzt habt, ihr hattet eure Chance, ihr könnt gehen. Eure sicherheitspolitische Geisterfahrt muss beendet werden. Wer so weitermacht wie ihr, der wird zum wirklichen Sicherheitsrisiko für unsere Gesellschaft. Eine Sicherheitspolitik, die den Namen Sicherheitspolitik verdient, muss zudem zur Kenntnis nehmen, dass Fundamentalismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eben nicht polizeilich oder militärisch zu lösen sind. Nur wenn wir dem sozialen Nährboden für Fundamentalismus und Rassismus austrocknen, dann kann sich Demokratie entfalten. Das Problem ist nun, dass die Umwandlung des Konsenskapitalismus in den Finanzmarktkapitalismus die Umordnung der Weltordnung viele Menschen nicht mitnimmt. Und das führt zu einer zunehmenden Kluft, zum einen zwischen Arm und Reichen in einem Land, aber auch zwischen den unterschiedlichen Ländern, zwischen den unterschiedlichen Regionen. Die Verteilungskämpfe werden schärfer. Das führt zu einem Anwachsen von reaktionären Bewegungen und einer gesellschaftlichen Polarisierung. Als Identitätsrettung bieten sich dann in dieser Situation für viele Menschen, wie Georg Sesslin zutreffend schreibt, zwei Konstrukte, die objektiv so überflüssig werden, wie sich so manche Menschen subjektiv fühlen. Nationalismus und religiöser Fundamentalismus. Beides verlangt Menschenopfer, Blutbäder, Terrorakte. Selbstverständlich ist das Wissen um die Zusammenhänge keine Rechtfertigung für den Terror. Dafür gibt es keine mildernden Umstände. Aber es könnte ein Ansatz für eine mögliche Gegenstrategie sein. Und selbst konservative Zeitungen wie die Neue Züricher Zeitung stellen inzwischen fest, immer mehr verdichtet sich der Verdacht, dass die in den Vorstädten, in manchen Stadtvierteln herrschenden Lebensumstände die Radikalisierung junger Leute begünstigen, bis zu dem Punkt, an dem sie ihrer eigenen Gesellschaft, dem eigenen Land den Krieg erklären. Dass trotz dieser Erkenntnisse so verbissen an der militärischen Aufrüstung festgehalten wird, hat einen Grund, und der heißt knallharte ökonomische Interessen. Und das verweist auf eine bittere Erkenntnis, die Erkenntnis, dass es den Herrschenden wahrscheinlich gar nicht darum geht, Terror nachhaltig zu verhindern. Es geht mehr um seine Verwaltung und seine Bewirtschaftung. Das muss aufhören. Und es gilt endlich anzuerkennen, so wie es momentan geht, geht es nicht weiter. Wir brauchen einen Politikansatz, einen umfassenden Politikansatz, der den Terror wirklich bekämpft, anstatt ihn nur militärisch zu verwalten. Und ein solcher Ansatz fängt damit an, Schluss mit Militäreinsätzen zu machen. Wie kann nun ein so umfassender Politikansatz aussehen? Klar ist erstens,
Es gibt keine Sicherheit ohne soziale Sicherheit und ohne Bildung für alle. Denn tatsächlich kommen die meisten jungen Leute, die Dschihadisten werden, aus benachteiligten Familien. Und das heißt im Klartext, wenn wir wollen Europas Demokraten die Treibhäuser des Terrors wirklich abschaffen, zu denen viele Vororte oder Stadtteile geworden sind, so dürfen sie dieses Projekt getrost so ernst nehmen wie die sogenannte Bankenrettung. Milliarden Euro müssen investiert werden. Kostenfrei muss das werden, was wirklich nützt. Kindergärten, Nachhilfe, Schulmensa, Theater, Debattierstunden, interreligiöser Unterricht. Und je größer die Not, desto kleiner müssen die Klassen werden. Wer den Terror bekämpfen will, sollte also Geld in die Hand nehmen, um zu investieren in gute Arbeitsplätze, in öffentliche Infrastruktur, in Armeen von Sozialarbeiterinnen, aber man darf nicht auf Bomben und Bomber setzen. Was es braucht, ist ein New Deal, ein neuer Gesellschaftsvertrag, der grenzübergreifend ausgerichtet ist und eine Art Marshallplan für den Nahen Osten beinhalten muss. Und in diesem Zusammenhang gerät gerne in Vergessenheit, dass Roosevelts New Deal nicht nur wirtschaftspolitisch motiviert war. Das damit einhergehende, zugegebenermaßen, es war ein bürgerlicher Ansatz, das damit einhergehende Investitionsprogramm sollte auch die Überlegenheit der Demokratie gegenüber dem Faschismus praktisch untermauern. Und auch wenn sich Geschichte nicht eins zu eins wiederholt, womöglich stehen wir in Zukunft, womöglich stehen wir schon jetzt vor einer ähnlich großen Herausforderung. Zweitens, ein erfolgreicher Kampf gegen fundamentalistischen Terror und Gewalt ist auch eine Frage des Kampfes um Ideen. Denn der Kampf um die Köpfe wird auch auf der diskursiven Ebene geführt. Deswegen sollte Schluss sein mit einem konservativen Kulturrelativismus, der die universellen Werte von Demokratie und Menschenrechten zu kulturellen Besonderheiten herabwürdigt. Die Freiheit ist nicht westlich oder östlich. Wir sollten den Kulturkriegern der unterschiedlichen Couleur nicht auf dem Leim gehen. Sie wollen mit der Kulturalisierung sozialer Fragen doch einfach nur das Feld der Auseinandersetzung verschieben. Es gibt keinen Konflikt zwischen der sogenannten westlichen Leitkultur und den islamischen Werten. Es gibt einen Konflikt zwischen Demokratie und kulturell verbrämten Autoritarismus, egal ob er nun als IS oder Pegida daherkommt. Rassismus und religiöser Fundamentalismus bedingen einander. Beide basieren auf einer Verachtung gegenüber Menschenleben. Beide missachten die Werte von Demokratie und Menschenwürde und beide verstärken sich gegenseitig. Und deswegen können wir sie nur gemeinsam bekämpfen. Und drittens, die Freiheit, die verteidigt man nicht dadurch, dass man sie aufgibt, wenn es darauf ankommt. Es bedeutet, Grundrechte zu schützen, das heißt, den Rechtsstaat nicht abzubauen, sondern auszubauen. Denn die ständige Missachtung der Grundrechte, auch angeblich im Namen des Kampfes gegen den Terror, hat die Glaubwürdigkeit von Demokratie unterhöhlt und damit auch ihre Anziehungskraft geschadet. Der Westen hat in vielerlei Hinsicht seine angeblichen Ideale verraten und durch diese Heuchelei Misstrauen gesät gegen die Rhetorik der Menschenrechte. Man hat doch inzwischen den Zustand, wenn von Menschenrechten die Rede ist, viele Leute sich besorgt fragen, okay, welcher Militäreinsatz wird jetzt wieder geplant? Und von solch einer Entwicklung profitieren reaktionäre Bewegungen. Meine Beobachtung ist, Pegida, IS, Al-Qaida und Co., sie profitieren davon, wenn die Demokratie ihre eigenen Werte systematisch selber in den Stich lässt. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, zu einer Sicherheitspolitik, die diesen Namen wirklich verdient, gehört auch eine klare Forderung: gleiche Rechte für alle. Denn die Überzeugungskraft der Demokratie hängt von ihrer Glaubwürdigkeit ab. Wo Weltoffenheit, wo Menschlichkeit dominieren, Da hat es fundamentalistische Propaganda, da hat es rassistische Propaganda verdammt schwer. Und ich fand es sehr berührend, was ein arabischer Demokratieaktivist in einem Tweet auf den Punkt gebracht hat. Was die Fundamentalisten am meisten genervt hat an Europa, war die menschliche Reaktion vieler an den Bahnhöfen auf die Flüchtlingskrise im Sommer 2015. Das hat auch ein französischer Journalist, der längere Zeit in Geiselhaft bei dem IS war, beobachtet. Er hat gesagt, was sie immer wieder aufgeregt hat, war, wenn sie gesehen haben, wenn Europa sein menschliches Gesicht gezeigt hat. Und ich habe mich in den letzten Tagen immer wieder mal gefragt, wie sehr
müssen sich eigentlich jetzt die Fundamentalisten über die Wahlerfolge der AfD und die grauenerregenden, ja unmenschlichen Bilder vom Zaun in Idomeni freuen. Fünftens gilt Schluss mit der Heuchelei. Auch wenn es gerne behauptet wird, die deutsche Außenpolitik zielt eben nicht auf eine Stärkung der Menschenrechte. Vielmehr betreibt die Bundesregierung seit Jahren eine knallharte Interessenspolitik. Eine Interessenspolitik, in der im Zentrum die Durchsetzung von Profitinteressen steht. Eine knallharte Interessenspolitik, die lokale Machthaber und religiöse Bewegung für geostrategische Interessen immer wieder instrumentalisiert hat. Eine Interessenspolitik, die allzu oft nur jene terroristischen Monster erst großgezogen hat, die sie danach mit viel Einsatz heldenhaft bekämpfen will. Mit anderen Worten, die Empörung über den salafistischen Terror wäre so viel glaubwürdiger, hätten die westlichen Staaten nicht wiederholt den Dschihadisten zum Durchbruch verholfen, in Afghanistan, in Syrien oder im Irak. Und auch das zunehmend autoritär regierte NATO-Land Türkei unterstützt mehr oder weniger offen terroristische Organisationen. Und sie werden trotzdem von deutschen Rüstungsexporten unterstützt. Das muss aufhören. Wer den IS bekämpfen will, muss nicht auf Bomben- und Militäreinsätze setzen. Man könnte damit anfangen, einfach den Nachschub an Waffen und Kämpfern für den IS sowie seine Finanzierung konsequent zu unterbinden. Und das heißt, die Türkei muss und zur Not eben auch mit Sanktionen dazu bewegt werden, die Grenze zu Syrien für jegliche IS-Unterstützung zu schließen. Die Zusammenarbeit mit den größten Terrorsponsoren wie Saudi-Arabien und den Golfstaaten muss beendet werden und alle Waffenexporte müssen umgehend gestoppt werden. Das sind Maßnahmen auch zur Terrorbekämpfung. Und sechstens braucht es einen bewegungsorientierten Internationalismus. Und er beginnt damit, die Richtigen zu unterstützen. Entgegen der geopolitischen Logik, dass der Feind meines Feindes mein Freund ist, brauchen wir eine Außenpolitik, die die Richtigen unterstützt. Namentlich jene häufig nicht staatlichen Akteure, die wirklich für Demokratie und Menschenrechte stehen. Und als erste Maßnahme ist hier endlich die Kriminalisierung der Kurdinnen und Kurden zu beenden. Ist doch absurd, ausgerechnet jene Kraft, die wirklich Opfer des IS befreit hat, die wird von der Syrien-Friedenskonferenz ausgeschlossen. Ausgerechnet einer der wenigen Akteure in dieser Region, für den der Begriff Geschlechtergleichheit, Geschlechtergleichstellung kein Fremdwort ist, den wird weiter durch Kriminalisierung hierzulande Steine in den Weg gelegt. Das kann so nicht weitergehen und es zeigt die Verlogenheit, vor allen Dingen, wenn parallel dazu das Erdogan-Regime und die saudische Regierung immer noch als Partner hofiert werden. Ich finde, die Aufhebung des PKK-Verbotes ist ein längst überfälliger Schritt. Und die Unterstützung von sozialen Bewegungen, demokratischen NGOs und entsprechenden Projekten der Konfliktprävention sind weitere Schritte, die endlich in Griff genommen werden müssen. Ja, wir brauchen eine Solidarität jenseits der falschen Identifikation mit Mächten, die, wenn überhaupt, das kleinere Übel darstellen. Es braucht eine Solidarität jenseits der Souveränitätsfiktion, eine Solidarität der Subalternen und Bewegungen, eine Solidarität mit all denjenigen, die sich wehren, die etwas Neues aufbauen wollen und die etwas versuchen. Siebtens, Schluss mit dem Primat des Militärischen. Wir sagen Ja zu einer wirklichen Entwicklungszusammenarbeit. Nur zwei Zahlen in der Gegenüberstellung. Die Bundesregierung hat in Afghanistan viermal mehr Geld in Militär für den Bundeswehreinsatz als für die Entwicklungshilfe ausgegeben. Seit langem schafft es das reiche Deutschland nicht, die Vereinbarung einzuhalten, dass wenigstens 0,7% der Wirtschaftsleistung in Entwicklungszusammenarbeit gesteckt werden. Wenn aber die NATO, wahrscheinlich beeinflusst durch Rüstungslobbyisten, laut ruft und sagt, ihr müsst jetzt 2% der Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgeben, da stimmt Deutschland auch noch munter zu. Und hier zeigt sich doch, wofür Schwarz-Rot wirklich bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen und wofür nicht. Für Militär ist Geld da, bei wirklicher Entwicklungszusammenarbeit wird gespart. Das ist das falsche Signal. Wirkliche Entwicklungszusammenarbeit
heißt aber nicht nur mehr Geld in die Hand zu nehmen. Wirkliche Entwicklungszusammenarbeit heißt auch, das Falsche zu unterlassen. Und zu unterlassen ist also die Überfischung der Meere, unter anderem vor den Küsten Afrikas. Zu unterlassen sind Handelsabkommen wie die EPAs und TTIP, die nur den großen transnationalen Konzernen in die Hände spielen und die der regionalen Wirtschaft das Leben schwer machen, hier wie dort. Und auch wenn es jetzt nicht ganz direkt was mit dem Thema zu tun hat, ich muss noch einen Satz zum TTIP sagen, weil ich war in diesem denkwürdigen Leseraum. Und Sigmar Gabriel hat ja zum Beispiel die SPD mit dem Verweis darauf für das TTIP sturmreif geschossen, dass er behauptet hat, das hilft total dem kleinen und mittelständischen Unternehmen. Nun schaffen kleine und mittelständische Unternehmen einen Großteil der Aus- und Arbeitsplätze. Insofern liegen die uns sehr am Herzen und ich war sehr gespannt, was ich in dem Kapitel zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen lese. Ich muss dir unterschreiben, dass ich nichts sage und möglichst sofort vergesse, was ich darin gelesen habe. Insofern kann ich nur sagen, was ich nicht gelesen habe. Ich habe auf diesen 7 Seiten Kapitel zu kleinen und mittelständischen Unternehmen nichts, aber auch nichts gelesen, was die Behauptung bestärkt von Sigmar Gabriel, das würde den kleinen und mittelständischen Unternehmen stärken. Ich habe im Gegenteil nur Dinge gelesen, die meinen Verdacht bestätigt. Nee, ich habe nichts gelesen, was meinen Verdacht, dass das alles nur dazu dient, den großen Konzernen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, entkräftet. Und diese Geheimniskrämerei macht ja auch. Und irgendwie, wisst ihr, diese Geheimniskrämerei, die ist doch auch entlarvend. Wer vorhätte, wirklich was für mehr soziale Rechte zu tun, der müsste das Licht der Öffentlichkeit nicht so scheuen, wie es die Verhandlungseliten fürs TTIP tun. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, zum Schluss, aber nicht zuletzt, ich denke, wir brauchen einen neuen Antiimperialismus. Einen neuen Antiimperialismus, der die Schwächen des bisherigen nicht wiederholt. Wir brauchen einen Antiimperialismus, der sich positiv auf das Völkerrecht und auf globale soziale Bewegungen bezieht. Ausgangspunkt dieses neuen Antiimperialismus muss die Zivilisierung der Politik im eigenen Lande sein. Insofern gilt es, zuallererst auch hier die Regierenden zu treiben, immer wieder Kriegseinsätzen, Nein zu Kriegseinsätzen zu sagen, die weitere Militarisierung der deutschen und der europäischen Außenpolitik zu bekämpfen, also lokal zu kämpfen und die globale Perspektive immer im Blick zu halten. Der neue Antiimperialismus muss für faire Welthandelsbeziehungen streiten, denn dort, nur dort, wo es keine Ausbeutung und keine ökonomische Übervorteilung gibt, nur dort kann Frieden gedeihen. Diese 8 Punkte eröffnen eine Perspektive, die tatsächlich Sicherheit für alle und nicht nur für die wenigen Privilegierten schaffen kann. Radikal oder unrealistisch ist daran gar nichts. Unrealistisch ist allein die Vorstellung der Regierenden, wir könnten einfach so weitermachen wie bisher. In diesem Sinne, liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, für einen neuen Antiimperialismus, für eine bewegungsorientierte internationale Solidarität, für einen New Deal, für mehr Investitionen in Soziales, Bildung und das Öffentliche und für eine Sicherheitspolitik, die diesen Namen wirklich verdient. Vielen Dank und viel Spaß bei der Konferenz. Applaus